Hallo zum Sportmagazin am Freitag, heute mit dem ersten Block aus dem Studio. Und danach gibt es, wie angekündigt, noch mehr zu den Fußballern des SSV Reutlingen und zu den Handballern des HBW 2. Mit Handball und dem HBW 1 legen wir los. In der ersten Bundesliga steht für die Gallier von der Alb am Samstag das nächste schwäbische Derby an. Nach der Niederlage unter der Woche in Göppingen hoffen die Balinger gegen den TVB Stuttgart auf den ersten Saisonsieg. Wir waren in Göppingen sehr unpräzise, fast etwas schlampig. Wir haben unsere Stärken vor allem nach der Pause nicht aufs Feld gebracht. Das können wir besser, so Trainer Jens Bürkle. Der TVB Stuttgart überzeugte am Mittwoch beim Heimsieg gegen Aufsteiger Essen. Am Wochenende geht es nun auch in den HVW-Ligen wieder los. Da gab es ja, wie schon vermeldet, ein paar Veränderungen, was die Einteilung betrifft. Wir schauen uns das Startprogramm unserer Teams in Ruhe an. Zwei Männermannschaften spielen in der neuen eingleisigen Württemberg-Liga. Die HSG Albstadt erwartet am Samstag die SG Lauterstein und der TV Neuhausen ist zum Auftakt beim TSV Alfdorf-Lorch zu Gast. Wir sind gut vorbereitet, ich bin höchst zufrieden. Wir haben keine Angst vor dieser Liga, im Gegenteil. Wir haben uns gut verstärkt und sind super aufgestellt, so TVN-Coach Markus Bühner. Wir haben richtig Lust, seit 2 Wochen kitzelt es schon. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Bühner muss auf Euchner und Friesnick verzichten. Wir haben dennoch 17 Spieler dabei. Unsere Bank ist breit genug, so Bühner. Na also. Mit dem TV Waldstätten geht ein Damenteam, ebenfalls in der Württembergliga, an den Start. Am ersten Spieltag geht es am Samstag in eigener Halle gegen die SG Hofen-Hüttlingen. In der neuen Verbandsliga messen sich die Jungs der SG Ober-Unterhausen am Samstag am ersten Spieltag zu Hause mit dem SV Remshalden. Drei Damenteams spielen in der Verbandsliga. Die neu gegründete HSG Ermstal unter Trainer Günther Düring ist am Sonntag beim TSV Köngen zu Gast. Und ebenfalls am Sonntag treffen gleich zu Beginn die SG Ober-Unterhausen, die nun von Robin Höhne trainiert wird, und der VfL Pfullingen unter Coach Uwe Vilgratner im Derby direkt aufeinander. Und weiter geht's mit Badminton. Nadja Christine Reile von der Sportvereinigung Mössingen holte bei den Jugendlandesmeisterschaften in Dossenheim den kompletten Medaillensatz in der Altersklasse U15. Im Doppel gewann sie gemeinsam mit Melissa Schmid von der TSG Schopfheim den Titel. Im Mixed unterlag die 13-Jährige aus Haigerloch an der Seite von Jonas Schmid vom BSV Eggenstein-Leopoldshafen im Finale nur knapp und im Einzel gewann Reile Bronze. In den Ligen geht es am Samstag wieder los, unter strengen Hygieneregeln versteht sich, aber leider auch ohne Zuschauer. Die TuS Metzingen spielt ja nach dem Aufstieg wieder in der Baden-Württemberg-Liga. Mit neuem Personal will die TuS auch eine Liga höher erneut um den Titel mitspielen. Am Samstag trifft man in der Schönbeinhalle auf die SG Feuerbach-Korntal. In der Württemberg-Liga stehen sich zur gleichen Zeit die beiden zweiten Mannschaften der TuS und der SG gegenüber. Auch die Metzinger Zweite hat das Saisonziel Aufstieg ausgerufen. Unser zweites Team, die Sportvereinigung Mössingen, reist zum Start nach Gerlingen. In der Verbandsliga müssen unsere beiden Teams zum Rundenbeginn jeweils auswärts ran. Der PSV Reutlingen ist bei der SG Dornstadt Laupheim zu Gast und die Mössinger Zweite spielt in Herrenberg. Zum Bowling in der Württembergliga belegten in der Gruppe 1 beim zweiten Spieltag in Metzingen der BSV Reutlingen und der BC Metzingen die Plätze 3 und 4. In der Gruppe 2 wurde in Engstingen gespielt, da landete der NBC Tübingen auf Platz 3. Die Damen des BSV Reutlingen hatten frei und treten am Sonntag beim Spieltag in Engstingen an. In der Oberliga standen Spieltage in Göppingen und Tübingen an. Der BC Tübingen wurde am Ende Dritter vor dem NBC Tübingen 2. Und noch kurz zum Tennis. Nach der Metzingerin Laura Siegmund bei den Damen ist auch Alexandra Vecic vom TC Tübingen bei den Juniorinnen im Viertelfinale der French Open in Paris ausgeschieden. Die 18-Jährige unterlag der Russin Alina Kharareva mit 2 zu 6 und 3 zu 6. Zum Schluss noch ein Tipp fürs Wochenende. Am Samstag wird in Tübingen wieder die traditionelle Herbstregatta des Rudervereins Tübingen ausgetragen. Von 11 bis 15 Uhr stehen am Oberen Neckar an der Hermann-Kurz-Straße wieder verschiedene Rennen an. Das war's aus dem Studio. Gleich gibt's also noch Fußball und Handball. Tschüss. Mit 2 Siegen in Folge hat sich der SSV Reutlingen in der Fußball-Oberliga etwas Luft verschafft und hat nun nach 9 Partien 11 Punkte. 10 der 14 Tore gingen auf das Konto der beiden Stürmer Willi Sauerborn und Onesi Kuengenda. Letzterer erzielte ja beim 3:1-Sieg am Samstag in Ilshofen alle 3 Tore. Da gibt's ein Lob vom Coach und auch vom Nachwuchsstürmer.
Vorne der Willi auch mit einer Vorlage und einem Tor wieder. Viertes Saisontor Onesi doppelt getroffen. Also die zwei, da, das passt. Ja, natürlich. Von diesen Spielern leben wir natürlich auch. Aber ich muss auch ganz klar sagen, auch von den anderen Spielern, da hat sich heute jeder auch eingeworfen und auch jeder nochmal alles versucht, dann in der Defensive mitzuarbeiten. Weil es ist einfach so, dass sich keiner rausnehmen kann. Ja, wir haben ja trotzdem auch einfache Ballverluste in der gegnerischen Hälfte. Und dann kommt wieder das Umschaltspiel zum Tragen. Und das ist leider nicht so stark ausgeprägt bei uns, weil dann auch die Kräfte irgendwann mal schwinden. Und trotzdem hast du zwei Spieler, die dann die Tore machen. Aber dann ist es aber auch so, wir verlieren dann auch einfach die Bälle und dann müssen auch wieder alle mitarbeiten. Und ja, ich denke, das ist trotzdem auch wichtig, dass das Team da funktioniert. Und die Kollegen Sauerborn, Kollegen Genda, ja, wenn die Tore machen, ist ja okay. Ja, das ist sehr gut, wenn unsere Stürmer treffen. Und hat mich gefreut auch für die Mannschaft, dass wir jetzt auf jeden Fall die 3 Punkte hier behalten haben und auch, dass wir 3 Tore geschossen haben, das ist auch wichtig. Am Samstag kommt mit dem SGV Freiberg das Top-Team der Liga. 10 Spiele, 26 Punkte, keine Niederlage und ein Torverhältnis von 28:3. Und nächstes Heimspiel Freiberg, knallt es dann richtig? Ja, Freiberg ist natürlich ein Brocken, aber ich denke, in der Oberliga kann jeder jeden schlagen. Wir werden auch da alles reinwerfen und uns nicht vorher aufgeben, das ist sicher. Und am 10. kommt dann Freiberg, der Spitzenreiter, da geht's richtig ab. Ja, da geht's richtig ab, aber da behalten wir auch die 3 Punkte bei uns. Mit dem derzeit noch verletzten Luca Wörle kehrt ja ein erfahrener Spieler an die Kreuzeiche zurück. Er spielte zuletzt beim Ligarivalen FC Nöttingen. Luca Wörle kommt zurück, ein Satz dazu noch. Ja, super, weil er auch mit mir auf der 6 immer gut harmoniert hat. Guter Kumpel von mir, der wird uns richtig, richtig gut tun. Er hat Oberliga-Erfahrung. Freuen wir uns, dass er wieder da ist. Ja, ich kenne ihn jetzt noch nicht vom Spielfeld. Die Jungs in der Kabine sagen, es ist ein guter Typ. Ich denke auch, wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, ich bin positiv gestimmt und hoffe, dass er bald zurückkommt. Ja, Luca ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Ehrgeiz mitbringt und auch Ruhe mitbringt auf dem Platz. Und das tut uns dann auch gut in unserem Spiel. Er kann dann auch die Führungsspieler dann auch gut unterstützen, weil er auch ein absoluter Leader ist. Und ich denke, dass der Luca uns gut zu Gesicht steht. Er kennt das Umfeld, wie gerade gesagt. Und er fährt dann auch mal in dem Spiel dann auch gut in die Parade. Also er rüttelt seine Mitspieler dann auch auf im Spiel. Und solche Jungs können wir gebrauchen, die wo einfach dann versuchen, dann auch nochmal alle aufzuwecken auf dem Platz. Und sodass jeder dann auch fokussiert ist und auch hellwach ist und konzentriert dann auch in die Aktion geht. Wie schätzen die Spieler allgemein die Startphase in der Oberliga ein? Wie ist das Niveau? Wie stark ist die Konkurrenz? Und wie werden die besonderen Umstände angenommen? Es bleibt dabei, jedes Spiel eine Kante. Ja, natürlich. In der Oberliga sieht man ja, schon enges Feld. Jeder kann jedes schlagen. Sandhausen gewinnt zum Beispiel in Göppingen, was nicht jeder packt. Und ja, man muss Woche für Woche alles abrufen. Und zu den Bedingungen hier bei uns in Reutlingen natürlich alles über Oberliga. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ist natürlich eine schöne Sache, hier in so einem Stadion zu spielen. Und wenn dann die Jungs zwischendurch auch Stimmung machen, was ja noch eingeschränkt ist aktuell, ist überragend und gefällt mir sehr gut. Für dich als junger Spieler jetzt so die ersten Spiele, die Eindrücke so vom Niveau her? Ja, ist auf jeden Fall anders als in der A-Jugend-Bundesliga. Ist noch mal viel härter, intensiver und wie gesagt körperlicher. Aber ich denke, ich bin gut reingekommen, ich fühle mich ja sehr wohl. Und ich freue mich auf die nächsten Spiele und werde auf jeden Fall Gas geben. Also am Samstag kommt der Tabellenführer Freiberg und dann steht das Pokalviertelfinale gegen den aktuellen Tabellendritten Bissingen an. Und dann hofft man an der Kreuzeiche wieder auf Tore von Sauerborn, Kuin, Genda und Co. Vom Fußball zum Handball. Für unsere beiden Männerteams ging der Saisonstart in Liga 3 daneben. Der VfL Pfullingen verlor beim HC Erlangen 2 deutlich und auch der HBW Balingen-Waldstätten 2 zog trotz einer 6-Tore-Führung zur Pause gegen den TV Plochingen um den Ex-Balinger Yannick Hausmann, wie berichtet, knapp mit 29:30 den kürzeren. Nach der langen Pause verfolgten knapp 300 Zuschauer das Spiel. Ja, ist natürlich ein bedeutender Unterschied jetzt. Wieder mit Zuschauern natürlich nicht so viele, wobei es bei uns immer auch problematisch ist, ob noch mehr kommen. War auf jeden Fall schön, mal wieder vor Zuschauern in der Halle zu spielen. Hoffe, dass es auch weiterhin so funktionieren wird. Ich hatte unglaublich Spaß.
Klar, die letzten 10 Minuten hatte ich jetzt keinen Spaß mehr, wo das Spiel dann irgendwann so weggleitet und man sich dagegen stemmt und dann, keine Ahnung, Abraller und ein Kreisläufer faustet noch irgendwie das Ding rein. Und lauter so Situationen, wo dann irgendwie am Anfang bei uns waren, am Schluss halt nicht mehr bei uns sind. Und ansonsten, also mir hat es richtig Spaß gemacht, sich wieder zu bewegen, ein bisschen Kulisse hier in der Halle, eine Atmosphäre. Es geht wieder um was, eine gewisse Härte ist jetzt auch da. Und ja, mir hat Spaß gemacht, nur das Ergebnis macht mir halt keinen Spaß. Ja, also auf jeden Fall macht es auf jeden Fall wieder Spaß, auch unter Wettkampfbedingungen zu spielen, das ist klar. Von der Halle ist es natürlich immer noch ein bisschen anders, aber es war trotzdem eine tolle Kulisse hier in Barling. Hier passen ja dann doch, weil es eine relativ große Halle ist, relativ viele Reihen auch für dritte Liga und das hat einfach Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Abschließend, was ist für euch drin und was traust du dem HBW 2 zu in dieser Saison? Ja, also wir haben ein super Team. Ich glaube, wir sollten von Spiel zu Spiel denken. Wir haben alle Trümpfe in der Hand, wir haben einen richtig guten Kader und ja, Spiel für Spiel gewinnen. Und die zweite Mannschaft ist natürlich auch stark. Sie haben sicherlich nicht mit der Niederlage gerechnet, das ist, denke ich, auch klar. Aber die werden auch irgendwo im Mittelfeld oder eher oben wahrscheinlich landen. Ja, hat mich eigentlich gefreut, dass heute so viele Zuschauer da waren. Ich glaube, wir haben sonst auch nicht allzu viel mehr. Wir haben das Glück, dass wir eine große Halle haben. Die Stimmung war auch gut. Es macht eigentlich Spaß, jetzt nach so langer Zeit mal wirklich wieder um was zu spielen und nicht nur jeden Tag zu trainieren. Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von Kapitän Julian Thomann. Er zog sich, wie schon kurz vermeldet, einen Kreuzbandriss zu und fällt damit bis Saisonende aus. Am Samstag geht's zur SG Leutershausen. Der Ex-Bundesligist spielte zum Start in Günzburg 24-24 unentschieden. Die Aussichten. Ja, Leutershausen ist ein attraktiver Gegner auf jeden Fall. Wird natürlich umso schwieriger, wenn wir jetzt heute mit der jungen Mannschaft mit einer Niederlage gestartet sind. Wahrscheinlich auf jeden Fall auch ohne Juli. Aber wir werden alles geben, auch für Juli, und hoffen, dass wir dann unsere ersten Punkte holen. Ja, im Endeffekt, ich habe jetzt noch kein Video gesehen. Das heißt, die Vorbereitung fängt praktisch ab Montag an auf Leutershausen. Ich habe nur die Testspielergebnisse gesehen und ich kenne da doch ein paar Namen wie Niklas Russ und so weiter, die ja doch dann auch höherklassig schon aktiv waren. Auch ein sehr starker Torhüter, der seit Jahren zu den Besten in der dritten Liga gehört. Ja, die sind gut, aber wir sind auch gut. Und wir müssen einfach Konstanz reinbringen. Wenn wir unser Spiel durchkriegen, dann können wir jeden schlagen. Uns muss aber auch bewusst sein, dass die Liga so gut ist, dass bei einer Leistung, ich fand es heute nicht mal schlecht, die zweite Halbzeit war nicht gut, die erste Halbzeit war solide, aber dann reicht es in der Liga einfach nicht, das sind die Gegner zu gut. SG Leutershausen, großer Name, hoch gehandelt, erstes Auswärtsspiel. Ja, Leutershausen ist sicherlich einer der Favoriten auf den Meistertitel. Auch immer gute Atmosphäre in der Halle, sehr erfahrene Spieler, gut ausgebildete Spieler. Da kommt sicherlich auf uns was zu, anders als heute, das steht schon mal fest. Wir haben nächste Woche zeitgleich das Thema, das HBW einspielt. Wir müssen schauen, wer dann letzten Endes dann ins Rennen geht. Und das wird auf jeden Fall auch nach dem heutigen Tag nicht so einfach. Also mit breiter Brust da runterfahren, wenn man das schon am zweiten Spieltag sagen darf, ja, wird eher schwierig. Am 10. müsst ihr nach Leutershausen, großer Name, holt euch da eben die 2 Punkte. Ja gut, ist einfach gesagt. Jetzt auch mit einem weiteren Ausfall, mal sehen, ob die A-Jugend am Samstag oder die A-Jugendlichen am Samstag spielen, dann uns unterstützen. Macht es natürlich aber nicht einfacher, weil Leutershausen natürlich erstens ein großer Name ist, zweitens eine sehr gute Mannschaft hat, die auch vorne mitspielen wird diese Saison. Klar, da müssen wir alles reinwerfen und dann müssen wir schauen, ob da was zu holen ist. Ruminski pendelt ja derzeit wie auch einige andere zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft. Das ist in Balingen nicht unüblich. Einige Akteure schafften ja auch den Sprung vom Perspektivteam in den Bundesliga-Kader. Und das ist gerade einfach noch ein bisschen ein Hin und Her. Hab da aber überhaupt kein Problem damit. Also mir macht es überhaupt nichts aus, hier bei der zweiten Mannschaft zu spielen. Da habe ich meine Minuten, da kann ich mich weiterentwickeln. Und alles, was bei der ersten passiert, ist Zusatz für mich. Da freue ich mich, wenn ich dabei bin. Aber alles gut, auch hier zu spielen. Also, wir sind gespannt auf die Ausbeute unserer Teams. Das war's vom Sport. Ihnen ein schönes Wochenende.